So. Okay. So, ja. Hoffentlich, ja, ich weiß nicht, ob ich es in 15 Minuten schaffe, jetzt noch eine Achterbahn zu bauen. Das werden wir sehen. Vermutlich eher nicht. Und ihr müsst mir dann nochmal zuschauen, bevor es zum nächsten Park geht. Aber ich hätte hier doch ganz gern noch einen Coaster hingebaut. Oder sollen wir einfach abschließen und ich zeige euch den nächsten Coaster im nächsten Park? Naja, ich mache noch einen. Ich hätte im Prinzip gern den Compact Inverted gezeigt. Oh. Was ist da los? Da ist sich der letzte Hügel doch nicht mehr ausgegangen. Habe ich nicht gut genug aufgepasst. Okay, das heißt, wir müssen die Strecke ein bisschen verkürzen. Aber auch okay. So, dann einmal gerade werden und dann zack und zack. Dann hätten wir uns das Erhöhen eigentlich sparen können in dem Fall, aber gut. So, mal schauen, ob das jetzt passt. Wird schon hinhauen. Den Compact Inverted, ja, Name täuscht ein bisschen, weil so kompakt ist er jetzt auch wieder nicht und ja, auch die ganzen Angaben, so ich gehe jetzt mal auf Maximum Kredit, die ganzen Angaben zum Thema hier ab 3750 quasi, ja, vergesst es. Also das haut nie hin, dass man nur so wenig für das Ding zahlt. Also das kostet, ja, wenn ich hier jetzt ein halbes vernünftiges hinbaue, der kostet locker das Fünffache, Vierfache, Fünffache. Okay, ja, ich würde sagen, ich lege einfach mal los und ich mache es da jetzt gleich wie beim anderen. Ich starte etwas erhöht. So, und weil es ja ein Inverted ist, werden hier auch die Neigungen andersrum angezeigt. Ah, jetzt habe ich schon gedacht, was ist jetzt los, aber während man baut es ja auf Pause, warte ich das noch kurz ab und schaue, ob sie jetzt die Runde schaffen, damit wir zumindest mal die Testergebnisse haben. So, schauen, ob sich jetzt ausgeht. Ja, könnte man fast noch verkürzen. Also er schafft es zurück in die Station, aber im Prinzip die letzte Kurve könnte man auf jeden Fall noch verkürzen. Aber haut mal hin. Noch keine Testergebnisse. Also, falscher. Ah ja. Ja. Ja, im Prinzip nicht schlecht geschätzt. Hohe Erregung. Hohe Übelkeit, wie zu erwarten. Und aber mittlere Intensität. Also, ja. Wie erwartet, sage ich mal. Und ich gehe, mein Standardpreis für Kurse ist immer 4 Euro. Und dann schaue ich mir eben an, wie sie laufen. Ob es den Leuten gefällt oder nicht. Und dann wird der Preis angepasst. Beziehungsweise bei einer richtig riesigen, großen Kurs, an die mich, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 kosten, da fahre ich gleich von Haus aus mit dem Preis ein bisschen rauf. So, jetzt aber, wir waren da beim Compact Inverted und der hat extrem viele, viele, viele Spezialstreckenteile und der hat auch Bremsen und Blockbremsen. Okay, was hat es mit den Bremsen und Blockbremsen auf sich? Die Blockbremsen, die zeige ich euch beim anderen Coaster mal, weil man könnte im Prinzip jetzt hier die ganze Strecke in Blöcke unterteilen und so mehrere Coaster, ja, das heißt mehrere, ja, man könnte im Prinzip mehrere Wagen fahren lassen wie ohne Blockbremsen, weil in der Station steht zum Beispiel ein Wagen, ein Zug, so sagt man, und bei jeder Blockbremse steht ein Zug und dann, wenn es praktisch losgeht, da wird immer jede Blockbremse gelöst, der Zug, pardon, fährt zum nächsten Block, wird dort wieder gehalten, fährt zum nächsten Block und so weiter. Also immer, ja, man kann da dann 5, 6, 7 Wagen teilweise auf der Strecke haben, allerdings braucht man eben auch 5, 6, 7 Blöcke, was wiederum heißt, man braucht zwischendrin immer wieder Steigungen, wo man die Wagen dann anhält. Und das ist der Compact Inverted nicht unbedingt der geeignete. Darum zeige ich das bei einem anderen, würde ich sagen. So, schauen wir uns mal an. Der ist nämlich einer, wie gesagt, der hat Wagen und man kann auch einstellen, wie viel, also der hat Züge so, man kann einstellen, wie viel Wagen jeder Zug hat. Und das sollte man sich im Prinzip ein bisschen überlegen, gleich am Anfang. Und ich gehe gern so auf drei Züge in etwa. Schauen wir mal, drei Züge zu
Vier Wagen würde sich jetzt hier ausgehen. Ja, das wäre mal okay. Schauen wir mal an, ob das passt. Gut, dann gehe ich gleich mal auf Testen, dass wir das auch gleich sehen. Und was jetzt hier anders ist beim Compact Inverter oder was hier speziell ist, der hat nebst dem flachen, sanften Abhang eben auch den steilen. Und man kann nicht nur so einen Übergang machen, der relativ hart ist, sondern man kann eben auch so einen fließenden Übergang machen, so einen langen. Und was auch sehr interessant ist, man kann eben hierbei über steil auch ziehen, was extrem praktisch ist, um sehr, sehr schnell hier an Höhe zu gewinnen. Wobei das vielleicht sogar schon zu hoch ist. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Oh ja, 42 Meter ist schon ganz nett weit oben. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier hinten das noch schaffe zu droppen, weil kann da ja gleich eben neigen während der Abwärtsfahrt und dann in einer Kurve zurück runtergehen. Ja, das ging. Das ging. Das ist natürlich auch etwas, was ich gern mache. Im Prinzip nach der Steigung in eine Kurve den ersten Fall machen, um einfach ein bisschen Platz zu sparen. Dann geht es bei mir in der Regel, zumindest beim Compact Inverted, sage ich mal, irgendwann wieder gerade nach Möglichkeit. So. Und dann so schön runter. Okay, ist schon zu tief. Um einmal richtig, richtig Speed aufzunehmen. Und dann kommt die erste Schwebe-Rolle. Oder beziehungsweise die einzige, weil wir werden hier nicht viel mehr Platz haben, als wir für eine Schwebe-Rolle. Und da braucht man relativ viel Speed, weil wir sehen jetzt hier 42 Meter, hier 37 Meter. Ich baue sie mal hin, beziehungsweise ich fahre mal noch eins höher. Zeige euch das dann, dann wären wir schon auf 45 Meter und ja, wir schaffen es nicht mehr rüber. Das heißt, die Schweberolle ist so groß, da muss man im Prinzip ja, so viel Anlauf nehmen und deswegen baue ich sie ganz gerne am Anfang, wenn die Wagen noch halbwegs Geschwindigkeit drauf haben. So, und da fahren wir jetzt gleich in die nächste Attraktion direkt rein. Ich hoffe, ich komme da irgendwie vorbei. Mal schauen, vielleicht mit einer übergeneigten Kurve, nein. Oder eine Schraube. Mit einer Schraube könnte man ausweichen. Okay. Also wir könnten hier mit einer umgekehrten Schraube noch ausweichen. Das ist aber extrem brutal, weil hier haben die Wagen gerade die Höchstgeschwindigkeit und man fährt in so eine kleine Schraube rein. Geht gar nicht. Das ist viel zu wild. Deswegen werde ich mal schauen, ob ich es nicht irgendwie schaffe. Da unten durchzufahren einfach. Aber mal schauen. Nein. Geht nicht. Okay, dann das Ganze nochmal zurück und vielleicht die Schweberolle auf die andere Seite probieren und schauen. Da geht sich auch nichts aus. Okay. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wie lösen wir das Problem? Indem wir. Ja, höher können wir fast nicht. Können wir leider nicht. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier, sonst machen wir hier vorher ein bisschen was anderes. Zum Beispiel eine Spirale, die sollte hier eigentlich gehen, oder? Genau. Spiralen sind im Prinzip Kurven, die entweder aufwärts oder abwärts gehen. Also hier einfach mal eine Spirale rein. Das wird auch ganz nett Speed abgeben. Mal schauen. Ja, schaut noch halbwegs okay aus. Das wird schon heftig für die Leute. Jetzt mal schauen. Nein, wieder zu tief. Okay, ja, ist echt ein Problem, hier einen Coaster hinzubauen, weil einen guten Coaster vor allem, weil hier extrem wenig Platz ist. Hier ist extrem wenig Platz. Ah, ich könnte ein bisschen weiter noch ausholen. Mit einer weiteren Kurve mal schauen, ob das sich dann ausgeht. Ah, da wären wir ein bisschen tiefer. Bin mir nicht sicher, ob das gut ist, aber probieren wir nochmal die Schwebe-Rolle darüber. Nein. Schwebe-Rolle hier rüber. Nein. Halt tiefer macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Ach, mein guter Plan funktioniert schon nicht gleich von Anfang an, weil zu wenig Platz ist. Na super. Und ich will da hinten aber nicht so was Brutales haben.
Mal schauen, ließ sich das doch irgendwie noch anders lösen. Mal schauen. So, jetzt probiere ich das nochmal. Und zwar so, nochmal mit, ach, gerade geneigt. Dann in, oh, jetzt bin ich viel zu weit hinten, sorry. Ah, haut mal wieder überhaupt nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Ja, wisst ihr was? Bevor ich da jetzt ewig rumtue, ist egal. Ich hab's euch gesagt, man soll es nicht so machen. Ich mache es jetzt einfach, weil ich habe nicht Platz für mehr. So, ursprünglicher Plan. Und das, was ich jetzt mache, ist nicht gut. Da eine Schraube rein, das ist einfach viel zu heftig. Das wird die Ratings total zusammenhauen, aber für den Moment, ich mache es einfach, weil kein Platz ist. Aber viel zu brutal. So. Und dann schauen wir mal, vielleicht wieder rauf, werden wir auf 30 Meter. Und das wäre eine gute Höhe, glaube ich. Oder vielleicht sogar ein bisschen. Mich ärgert jetzt. Oh, jetzt habe ich auf automatisch fertigstellen gedrückt. Stopp, 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 will ich nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 mach das nicht. Puh, so. Das ärgert mich da schon sehr. Ich hätte nämlich gerne einen guten Kurs gebaut und das ist nicht gut. Ja, muss die Schwebe. Ah, ich mache keine halben Sachen. So, dann muss die Schwebebrücke woanders hin, es nützt nichts. Dann kommt hier jetzt zuerst 38 Meter Höhe, das ist gut. Da kommt die erste Drehung hin, würde ich sagen. Ah, da ist er fast zu langsam schon. Und dann können wir mit einer Schraube irgendwo runterfahren. Und zwar in dem Fall in diese Richtung, weil es soll sich ein sanfter Übergang ergeben. Das heißt, der Wagen dreht sich hier so rum und dann, nein, ist genau verkehrt natürlich, oder? Dann besser so. Okay. Eine Schraube. Mal schauen. Genau, eine Schraube zurück. Halbschleife. Wäre natürlich auch ein interessantes Element hier, um wieder ein bisschen auf Geschwindigkeit zu kommen. Ja, das würde ich sogar raufschaffen wieder, aber zu hoch. Dann schaue ich mal, wie weit ich da runterkomme, ob ich da unten durch könnte sogar. So noch nicht. Okay. Dann in die andere Richtung. Machen wir es anders. Weil ich wollte im Prinzip immer alle Elemente unterzubekommen. So. Und ich sehe, ich bekomme den Coaster nicht fertig. Es tut mir leid. Folge ist vorbei. Ich baue ihn dann in der nächsten fertig. Da gibt es dann vermutlich nur mehr eine Folge. Dann haben wir den Park geschafft. Ja. Gut, dann geht's in der nächsten weiter. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich habe euch ein bisschen was zeigen können. Da bin ich schon gespannt, wie der noch läuft, weil da werden wir dann auch auf jeden Fall mitfahren und oh, da muss mal aufgeräumt werden. Ja, so, aber jetzt muss ich Schluss machen zum Schneiden, ihr wisst es ja eh. Alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss, ciao, Pfiat Denk und Baba. So, hallo und grüß euch zurück. Ja, zu Rollercoaster Tycoon 3 und zum hoffentlich Fertigstellung dieses Parks, beziehungsweise zumindest mal dieses Coasters. Und ja, ein paar Elemente haben wir jetzt hier schon untergebracht. Ich glaube, ich fahre jetzt da doch mit einer Drehung wieder aus dem Ganzen raus. Jawohl. Und werde jetzt schauen, ob ich hier endlich mein. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich da mit dem Eingang und Ausgang noch zusammenkomme. Auch ein guter Tipp. Auch ein guter Tipp. Baut den Ein- und Ausgang gleich. Ja, da komme ich nicht mehr vorbei, glaube ich. Aus dem ganz einfachen Grund, später kommt man dann irgendwann drauf, oha, habe gar nicht mehr für den Eingangplatz.